So, heute möchte ich noch mal ein Bild machen hier mit dieser Geschenkpapiermaschine hier. Und zwar wird das ein Bild in Rottönen. Rot, Gelb, Weiß. So, dann bringen wir erstmal Weiß auf die Sache drauf. Schön dick. Machen wir erstmal hier so ein den Kreis. Farbe schön dick drauf machen, damit da noch ein bisschen Struktur reinkommt. Das sieht schon mal gut aus. Den Rest verteilen wir hier drumherum ein bisschen. Rein. War schon fast ein bisschen viel Farbe, aber macht nichts. So, jetzt machen wir das Gelb drumherum gleich. So, jetzt machen wir das mal gelb. Ein bisschen viel. Hier hin, bisschen nach hier, so. So, gucken wir mal. Hier im Kreis verteilen. Reinlaufen ins Weiß. Und dann wieder raus.
Gut. Hier habe ich mir Orange angemischt mit Rot und Gelb. Da tragen wir jetzt auch ein bisschen hier auf. Gucken, ob das reicht. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Gelbe rein. So. So. So, ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus. Mal ein bisschen ins Gelb. Jetzt gehen wir mal ins Rote. Kommt Rot drauf. Müsste eigentlich reichen. Verteilen. Kann sein, dass ein bisschen zu wenig. Ah, ne, geht. Ja, hier muss schon ein bisschen Orange einarbeiten nachher. Das mache ich dann noch. Aber ich denke mal, so weit sieht er gar nicht so übel aus. Gut, jetzt machen wir Magenta. Kann da ruhig ein bisschen mit dem Rot dann gemischt werden.
nicht so genau. Ja, das wäre eigentlich so das Bild jetzt, würde ich sagen. So, jetzt mache ich noch eben das Klebeband ab, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Mal gucken, wo habe ich denn angefangen? Ich darf jetzt nur nichts vollschmieren, weil es ja noch frisch ist. Ja, ich hoffe mal, das kriegen wir ab. Ohne Unfall.
jetzt fange ich mal, ich glaube hier hinten an. Ja. So. So schaut's aus. So, jetzt zeige ich euch das noch mal eben von oben. Hier mal hier rum. So sieht das Bild jetzt aus. So, ich hoffe, euch gefällt Bild und Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt und beim nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss!